Ich werde mich von keiner einzigen Münze trennen. Nein, ich mache hier nicht auf Thorin. Diese Münzen haben eigentlich genau den gegenteiligen Effekt. Ich habe mir die machen lassen, die habe ich sind gedruckt und dann goldgrundiert, also gold besprüht. Hab die von Minds and Dragons machen lassen, sind mega schön geworden. Und was ist der eigentliche Sinn dieser Münzen? Diese Münzen hier sollen heuer unter anderem an jedes Ordensmitglied rausgehen, vor allem jene, die viel am Kanal mitgearbeitet haben, und an Leute, die im Kanal wirklich sehr, sehr viel geholfen haben, mitgemacht haben, bei Recherchen geholfen haben und so weiter. Das heißt, hier werde ich einige von denen verteilen. Und die haben grundsätzlich zwei Hintergründe. Einerseits sind sie ein wunderschöner Initiative-Marker, um den weiterzugeben. Man kann auch ein bisschen seinen Goldrausch damit ausleben, aber vielmehr ist es vor allem eins, es ist, ich nenne es jetzt mal Eidgold. Was bedeutet das? Eine jede dieser Münzen ist ein kleines Versprechen von meiner Seite. Und zwar bekomme ich diese Münze zurück mit einem Brief, was für ein Video gewünscht wird, wird dieses Video von mir gedreht. Ich kann natürlich nicht versprechen, wie schnell, wie lang das wird, ob das dann Ding, aber ich versuche dann so bestmöglich den Wunsch des Münzenschickers, des Eid-Einforderers zu erfüllen, denn ich bin ja definitiv kein Eidbrecher und möchte nicht als Krieger der Toten enden. Nein, diese Münzen bedeuten in weiterer Folge, wenn sie zu mir zurückkommen, in mein Video. Das heißt, ich hoffe, diejenigen, die sie bekommen, freuen sich. Die werden das auch entsprechend mitbekommen. Irgendwann sind die vielleicht auch allgemein erhältlich. Da sind wir noch ein bisschen am Überlegen, wie wir das am besten machen. Weil es ist wahnsinnig schwierig, das einfach sich zu konzeptionieren. Aber als Geschenk finde ich die einfach wahnsinnig toll. Das heißt, hier werden einige Münzen rausgehen. Ich habe mal einige machen lassen. Die sind auch jetzt eben schon fertig, wie ihr vorher gesehen habt, und bereit zum Rausgehen. Ich finde die Idee einfach lustig. Schreibt es auch in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet. Ich werde die jetzt mal entsprechend packen, verpacken und einen schönen Begleitbrief schreiben. Und das war's von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem sehr kurzen Video. Und wir sehen uns hoffentlich gleich bald wieder. Tschüss!